Soudruzi a soudružky, překročením hranic jsme se ocitli na území kapitalistické ciziny. Upozorňujeme, že je povinností každého z nás, vzorně reprezentovat naši socialistickou vlast. Konec poučení. Děkuji vám. Tak se snad to napijem, ne? Na tu... na tu svobodu, ne? No jo. No ovšem, takhle dlouho svobodnej nebudeš. No. A nyní, soudru, mám pro tebe dáreček. Pěkná červená kravata. Tak to si vem, já už ji nebudu potřebovat, to mě se hodí. Tak hele, Karle, ty půjdeš nahoru doleva, já k oknu a hova naraz, jo? Ale počkej, jestli otevře vůbec. Šéfe, starý noviny nemáte? My tady v baráku bouráme vedení tak, aby jsme ten sajrajt nerozlesli, jo? Starý noviny. Do prdel!
spolupachatele jste neměl. Nebo jo? To může mít zlé následky. Varuji vás. Už mělo. Jak to myslíte? Ze školy už jste mě vyloučili, ne? Ale prosím vás, to nepatří k našemu úkolu. Vedení školy se musí ovšem starat o to, aby studenti nerozšiřovali protistátní propagandu. Ale moje karikatury přece nejsou namířeny proti státu. Jenom proti některým příslušníkům, kteří svoje pravomoci překračují. To je všechno. O tom rozhodují příslušné orgány. Protože jste ještě mladý. A nebyl jste trestán. Nezavedeme proti vám trestní řízení. Ale to je naše varování. Výstrahu. Soudruh Rik! Jsi na rově? Je to dobrý, možná jako motivace. Posaď se, soudruhu. Mám počkat na dveře, soudruhu? Posaď se taky. Děkuji. Tak soudružky a soudruzi. Tady soudruh Rek. Co nám dělá to piče? Si zažádal o turistickou cestu na západ. A naše podniková komise se k tomu má vyjádřit. Proč? Proč? No, protože přece bez našeho doporučení nikam nepojede. To je jasný, Franto. Já chci ale vědět, proč tam chce jet. Já jsem malíř. Tady teda teď jako topič, ale... Prostě chtěl bych se dál vzdělávat, vidět muzea, galerie a tak dál. No ale my si tady myslíme, že by si měl napřed pořádně pracovat. Kvůli tomu tě přece dali k nám, ještě vyhodili z té školy, že? Ale umění je taky práce, ne? A tu cestu si konec konců platím sám. Umění, to známe. Mejdany, ženský, chlast. A nakonec mazanice, které urážejí naši pracující. A konečně. U nás máme taky galerie, třeba na Hluboký, velice pěkný. Tak počkat, soudružko a souzi. Tady soudruh má dobrý původ, proletářský. Jenom si to trochu zkazil, tenkrát v srpnu. Přeci víte, soudruzi, že tady soudruh byl mladý, pomílený. A kdo nebyl? Já sám, jako kulturní referent, jsem... Dobrý, Láďo. Sebekritiku už si tady dělal a teď nám děláš estrády. Tak spíš trochu k věci. Ať soudruh napřed něco udělá, když chce po lidu, aby mu umožnil cestu. Souhlasím, že jo. Dobře víš, že přes nástěnky je tady Láďa
protože nemůže na jeřáb skrzevá tu kýlu. Kdybych mohl soudruzi něco navrhnout, myslel jsem, že by mohl vymalovat naše zasloužilí pracovníci. Těch je moc. No, to by bylo materiál. Tak a tě veme všechny najednou. Nejlepší rovnou na zeď. V hale. A zbytka má barev, aby se ušetřilo. Tak, vidíš? A když ty soudruzi pěkně vymaluješ, tak pojedeš. My tady totiž máme pro kulturu pochopení. Hej, pozor, Františku, ty ty schodech nepřerazíš, měli by ho tu již v minulým kvartále. Počkej, ještě než tam vlezem, jo? Mám pro tebe ještě jednu flašku koňaku z Tuzexu, jo? Ale hlavně drž tu svý nitra, růženu zpátky, ať se v tom prosím. To já zařídím, to já zařídím. Soudruzi! Soudruh předsedá! Tak pojď, Františku, já tě naranžuju. No tak bohoušku, tak si jdej na chvilinku s tím kádrováním pokoj. Tady jsi jako umělecký model, tak si odpočin. No, no, jak je to na obraze? Ruka nahoru, no. Tak jsme proto, že jsme byli líní něco udělat pro to, že jo? A taky jsme si říkali, že budeme chodit na pozování v Monterkách. No, no. Tak Františku, teďka si založ ty ruce jako to na obraze. To je právě obráceně, víš? To musíš takhle. Aby jsme s tom měli pak vánočky. No, to by bylo dobrý. Tady ten pohled je dobrý, optimistický. Jenomže jsou trošku moc nahoru. Jsme ateisti a to by si taky mohl někdo špatně vykládat. Musíme být lidu zpříma do očí. No tak bohoušku, ne tak křečovitě. Tak... Sašo, tak soudruha předsedu máme na 20 minut. Tak se do něj hnedky pust. Ale myslím si o tom, co chceš, hlavně udělej hezký. Soudruzi, to je jenom posledních pár instrukcí. Když se to bude líbit, jdeme za komičky oba. Franta už má si vám další flašku. Kdo to bude plácet? No, už má slíbeno. Tak, malíři! Zakousni se do předsedy! No, je to lepší, než jsem si myslela, povedlo se ti to, tak ti bylo přeju. Děkujeme ti, soudruhu. Ale všem ti cestě věci. Nesklamal jsi. Pak na to umění, soudruzi. Na umění pro lid. Ano. Ale to bylo pro našeho závodu. Je to dobrý. Kde je ta becherovka? Tak se napijem. Achtung, Achtung! Eine Mitteilung der Lagerverwaltung. Morgen werden in Wien 4, Wiener Hauptstraße Nummer 14, Kleider, Wäsche sowie Gegenstände des täglichen Gebrauchs verteilt. Es handelt sich um eine Spende der Wiener Bevölkerung für unsere bedürftigen Flüchtlinge. Wir wiederholen die Adresse. Wien 4, Wiener Hauptstraße Nummer 14. Na, fertig. Moment, Moment. Was ist denn alles hier? Was ist los? Was ist los? Ich durfte schlafen. Auf Sachen? Nö, Eintritt verboten. Desinfektion. Nein. Wegen Desinfektion geschlossen. Österreichische Gesundheit, Amt, Verbot, gefährlich. Gefährlich. Oh, gefährlich. Gefährlich. Aha. Freilich. Thank you.
jsem skutečně někdo. Neboj se. Neboj se. Na něho je spolehnutí. Už mě u toho čekání jsem měla jak váš pozor. Pokud nedostaneme vízum, tak nemůžeme vyjet. Musíme čekat. Jestli to nevyjde, co tady bude jako učitel pan Mark Slonínského dějepisu dělat? Ve Vídni přece hledají z Čechy nebo kuchařky nebo švarnou. To vyjde. Ale tady nemůžeme zůstat. Musíme pryč. Do Švýcarska. Co tím tam my jsme? Ale půjdeme. Ein Dich verboten. Du mach keinen Quatsch, ich bin Tramp. Ah. Na siehst du, du hör mal, versuch dich da irgendwie rauszuklopfen, ha? Mittagspause. Und vor Liebe allein kann man auch da nicht leben, oder? Polende! Počkej, ve Švýcarsku tam. Tam to bude lepší. Jo, ve Švýcarsku. Šťastný králi. To prej sejra. Ale ten má dír. Obleče taky. Sehr schön, aber ich war auf der Flucht schwer verletzt. Ich brauche einen Pelzmantel oder eine warme Unterwäsche. Das ist auch schön, aber was soll ich machen? Das braucht zwei Hände. Was noch ein Tille? Übel, Dobri. Welki? Stejně nebudeme mít to jíst. Paní, to je ale můj plášť. Bitte, wir verstehen nicht. Das ist mein Mantel. Das kann jeder sagen. Wer zuerst kommt, zuerst malt. Gehört aber wirklich mir schon lange. Können Sie das beweisen? Ich weiß nicht. Moment, ich rufe meine Freunde. Sorika. To nevadí, to je jedno. Tak si musíš nechat. Ten ji nedá. Kluci, mi ukradli kabát. Co? Kabát mi ukradli, pojď, musíš jim říct, že je můj, pojď. Pojď. Kde jsou ty lidi? Kam jsi položila ten kabát? Já už nemůžu, to je hrozný, to je strašný. Já už nemůžu. Thank you.
se chceš opravdu vrátit? A nevíš, že tě tam čeká kriminál? Všechny přece zavřít nemůžou. A tam jsem doma, tam mám tátu, mámu, brášku. Tady jsem sama, vždycky cizinka. Sama? Proč jsi vlastně vůbec utíkala? Učila jsem dějepis. To si snad dovedeš představit, jak ti je, když každý den vykládáš dětem něco jiného. A pak... Myslela jsem, že budeme něco dělat i tady. Nejenom schánět víza a podložený šat. Věro, Věro, to se všechno podá. My potřebujeme jenom čas, rozumíš? My musíme zmiznout tady z toho lágru. Věro. My přece chceme spolu do Švýcarska. Pojď, pojď. Pojď. Matterhorn a my dva. Podařená dvojice. České dějiny a ilegální plakáty. Neruším! No jo, já nemůžu na milionářské večery bez kalhot. Pusť mi cihličku, já si musím přižalit pan záplat. Aspoň, že ty záplaty jsou tady báječný, že nemusíme chodit otrhaný. No co se tak mračíš, no to je toho bože, no. Pro jeden ukradlený mantl starý. Z první gáže si jich pořídíš 10. Nejde. Věra chce domů. Jej. Marek, jdu taky. A jej, tak ty taky začínáš blbnout. Můžeš si říkat, co chceš. No aspoň, že to. Můžeš si říkat, co chceš, ale tady nás nikdo nepotřebuje. A doma není všecko ztracené. A jej. Tak ty chceš dělat poskok Rusům. A nebo chceš bojovat proti teroru štětcem a písní. Přemu. Podívej se. Tisíckrát jsme to prohovořili. Tam je to všechno ztracený, tam je normálně konec, rozumíš? Tam můžeš akorát držet hubu a krok. A tady? Chceš tady bojovat s těmahle krámama? Ne, to ne. Ale my můžeme tady říct lidem, jak to tam skutečně vypadá. Pravdu. A tím můžeme pomoct těm, kteří tam zůstali. Co pak nevidíš, jak tady na to každej kašle? Věro, jdu s tebou. No, jsme doma. Jenomže ty k tomu potřebuješ vlastenecký zdůvodnění. No jo, trošku máš prořízt. No to teda mám, a ty bys přes mohl dostat taky, víš? No víš, co tam o nás budeš říkat? Pojdiš, ty záplaty, to je za hovno. Já jdu taky domů. Wie fühlen Sie sich? Wie ein Fisch auf den Trocken. Das ist nur von gestern. Ich habe einen Riesendurst. Den können Sie später stillen. Dafür seid ihr ja bekannt. Ich meine, ob Sie sonst irgendwelche Beschwerden haben. Nein, es geht. So, und jetzt werden Sie gehen. Aber an Ort und Stelle. Sonst macht er uns noch Kabel kaputt. Kupšerulleva, das ist ein Parademarsch. So hat man es bei dir gehört. Gefällt er Ihnen? Kupšerulleva. Wenn ich Ihnen sage, bleiben Sie stehen. Darf ich fragen, was wir heute testen? Ja, das ist ein neues Mittel gegen niedrigen Blutdruck. Und jetzt laufen Sie weiter. Name? Name? Alexander Reck. Ja, hier. Zwei halbe Tage, 100 Franken, das macht 200. Unterschreiben Sie hier. Thank you.
der Hundemaler. Moment, mach auf. Oh, jetzt machen wir ein schönes Bild von dir. Und ein Bettchen habe ich dir gemacht. Schau mal, komm, Pamasch, komm. Hopp, hopp, komm schnell. Komm, wir machen das miteinander. Ja. Hopp, ganz fest. Auf. So, brav. Und was jetzt hinten noch auf? Pamasch, komm, hat er nicht ein schönes Gesicht? Komm, Pamasch, so, Deli. Schau, jetzt da ist der Mass. Ist brav, Pamasch. Gefällt es Ihnen in der Schweiz? Ganz brav. Ganz schau, der Magen sogar zu dir. Siehst? Wie hätten Sie ihn gern? Nur Ihren Kopf oder ganz? Ja, aber ganz natürlich, den ganzen Hund, bitteschön. Ja. So, es hat doch schöne Augen, oder? Ganz brav, Pamasch, ganz. Schau, jetzt mal du ihn anschauen. Sehr schön bleiben, Pamasch. Komm, Pamasch, komm. Das gibt doch so ein schönes Bild für den Papi zur Weihnachten, gell? Grüezi, grüezi. Ich will die Arbeitserlaubnis informieren. Ausländer bitte auf die andere Seite. Nein, 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 nicht mehr. Ich bin Schweizer. Und die Arbeitserlaubnis ist nicht für mich, sondern für Leute aus Ländern, wo ich Ausstellung mache. Auf der anderen Seite Platz nehmen. Für meine Firma. Wo warst du jetzt? Noch in Frankreich. Mhm. Wie lange bist du jetzt hier? 3 Tage. Aha. Lonne! Cavo! Kuzáš ty na trestný lavic? Vždyť na ní sedíš taky, ne? No jo, ale na té správné straně. Du byla razit do Alexander, wir beide wollten den Sozialismus reformieren. Darf ich vorstellen? Mein ehemaliger Landsmann, meine jetzige Frau. Isabella, freut mich. Alexander. Wie Dobček. Wie wer? Ich meinte Alexander Dobček. Ein Landsmann von uns, der dem Sozialismus ein menschliches Antlitz geben wollte. Du. Keine Angst, den hast du auch bald. Du musst dich halt mehr anstrengen, ein geordnetes Leben führen, gut verdienen und vor allem nicht aufreizen. Das haben wir hier nicht gehabt. Und du,
Weil wir sind schon dabei. Was machst du eigentlich? Außer Kunst, meine ich, aber wahr. Versuchskaninchen in einem Labor. Und sonst was eben kommt. Zu dem Forer, verstehst du? Ich hätte für dich was. Hast du Führerschein? Natürlich. Warum? Herr Lappa? Ja. Darf ich beten? Ich warte auf die draußen, ja? Ja, die zwei, ja. Ihr zwei meldet euch heute Abend bei uns. Ja, gut. Meine Nummer. Ciao. Ahoi. Ahoi. Das ist doch Ihr Werk, nicht wahr? Ja. Wegen dem da und zahlreichen anderen Sachen sind bei uns Beschwerden eingegangen. Die letzten im Zusammenhang mit einer nicht bewilligten Demonstration, wobei es zu diversen Sachbeschädigungen gekommen ist. Ich habe an keiner Demo teilgenommen. Ja, Sie nicht, aber das da hat. Dafür kann ich nicht. Ich habe das nicht auf Bestimmung gemacht. Dieses Motiv habe ich auf einer Ausstellung gezeigt. Hund, dein Freund und Helfer. Wie auch immer, wir haben Sie auf Ihre rechtliche Stellung als Ausländer im Asylland aufmerksam gemacht. Wir haben schon genug Schwierigkeiten mit unseren eigenen Unruhestiftern und übrigens wird dadurch Ihre Einbürgerung auch nicht beschränkt. Na, endlich! Das hat aber gedauert. Das gehört Ihr? Na sicher, die Firma auch. Nehmen Sie gar nicht. Ja, danke. Sag einmal. Vorsicht, junger Mann. Was hast du mit mir vor? Zuerst trinke was, nicht? Nun, mach die Bar doch mal auf. Unser neuer Mitarbeiter hat's bestimmt nötig. Gin, Wodka, Cognac. Aber lass nicht hier im Wagen. Gib ihm ein Bier. Und mir gib den Rest. Trink ruhig, Junge. Das geht alles auf Kosten der Firma. Aber nur ein Gläschen. Dann ist Schluss. Aber du musst noch nachher fahren. Ja, einen Chauffeur braucht er auch schon. Mit oder ohne Livree? Das werden wir noch sehen. Also Prost. Alles. Du wüsstest, was ich seit damals schon alles probiert habe. Geschäfte natürlich. Keine Reformen, die gehen hier nicht. Es hat Zeiten gegeben, da konnte ich mir nicht mal ein Bier leisten. Miete schon gar nicht. Also ging ich in die Kneipe, hängte mich an irgendeiner Besoffenen, der mir spendierte, und ich schleppte ihn dafür nach Hause. Und schlief schön warm bei ihm. Erst später ging mir an, was man mit der Bierleichen für ein Geschäft machen kann. Und jetzt, das habe ich. Das Büro macht Sie, meine Tenorberin, und ich bin in Außendienst. Moment mal, du bringst also Besuch, ja, oder? Ja, ja, Wagen nach Hause. Vorbeugen ist besser als heilen. Die Kerle haben immerhin ihre 2 Promille in Tuss. Sie kommen also sicher heim ins Bett.
Nächsten Morgen steht das Wagen vor der Tür. Warmherziger Samariter. Aber an mir verdienst du heute nichts. Wetten? Ich gebe nämlich heute Abend ein Waldfest. Mit Essen jede Menge Bier. Eine Werbeabend sozusagen. Du wirst dann die Leute für mich einkutschieren, nicht? Ach, keine Angst, alles ist okay. Die Fresse ist schon bezahlt. Gut. Aber ich muss telefonieren. Ja, da kannst du bei mir machen. Ich muss sowieso noch umziehen. Guten Tag, meine Herren, bitte. Ähnliche Kluge, du hättest hier gesagt, dass ich mal habe. Der Heidgans vom Hausbesitzer hat Ihnen den Rufschutz vermietet, aus Vereinsraum. Anfangs haben die dort ab und zu Domino gespielt, die braten schon ihre Kebabs. Man riecht im ganzen Haus. Bitte. Hey, da ist das Telefon. Wenn du anrufen willst. Nur da die Blume. Hey, nimm die Tüte. Wenn du etwas essen willst. Mhm. Ein Wunder der Natur. Hallo? Ich bin's. Elisabeth. Ich komme heute später. Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Irgendwann in der Nacht. Mhm. Aber nein. Nein, Elisabeth, das ist keine Sauftour. Ich werde arbeiten, verstehst du? Es ist ein kurzer Job. Hab keine Angst. Ciao. Das ist Dünn. Die haben hier eine Moschee aufgemacht. Bitte. Bitte nicht so laut mutzen und zu klopfen. Wir haben unten Gebet. Das geht nicht. Here we go.
Auf dem Roulette-Gedicht zu schreiben. Wort an Wort zu leihen. Nach dem letzten Wunderpunkt. Die Federn klecken, Papier zusammenfalten. Zu einem kleinen Quadrat. Möglichst weit von der Null setzen. Und der Croupier bellet. Tady nás nikdo neposlouchá, je člověk. Jo, jo. Dort hast du dich heute aufgerüttelt und hier schlafen Sie dir ein. Also Freunde, an die Arbeit, wofür bezahle ich euch? Du spiel weiter, aber ohne Politik. Und rede auch, Ole. Aber es ist Politik. Kennst du unsere Abmachung? Ten dálinský rybík nahání dosahá hodinka na samém kraji. Už se ten dálinský rybík nahání dosahá Hallo? Ist da Polizei? Sie, da wird dermaßen viel getrunken, man hört es bis dahin. Hm? Und die vielen Autos. Also ich habe Angst, dass da etwas passiert. Waldhütter bei Wälde. Damen und Herren, aber noch können wir nicht mehr Auto fahren. Guten Nacht, mein Hand. Guten Nacht, mein Hand. Guten Nacht. Bitte, 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 bitte Ruhe. Nur keine Aufregung, meine Herrschaften. Die Polizei hat schon recht. Aber Lapax, Drink and Drive, Party Service, denkt an alles. Sie kommen sicher heim ins Bett mit Ihrem eigenen Wagen. Meine geschulte Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Bravo! Bravo! Verändert haben. Herr Gott, wenn ich so dran denke, was wir anfangs für Augen gemacht haben, heute lache ich nur darüber. Mein Vater kann nicht glauben, was ich mir schon geschafft habe. Zum Beispiel, mein Vater. Ich habe ihm geschickt ein Fotos von meinem neuen Wagen. Das hat ihn umgeworfen.
Er hat mir zurückgeschrieben, dass ich aus allen Emigranten aus unserer Straße den tollsten Schlitten habe. So, dir ist ein kranker Pesek. Wo sind die Aufschlittli? A jak jsem ruka smekla, uří si kus. Vyřídu! Vyřídu! A jsem tě se příští den na kopeček, uříznou si je tele. A jak jsem ten příští den ruka smekla, uří si kus. Prle! Marie Terezie, znáte jí, ta měla ráda vojáky. Když neměla to na práci, přijídila jim si dolem, podláky. Ale mrzli jsme se mrzli v pantu. Vešla banda buzerantů. Nalehli si do postele. Sorry, s tou vodou! Dneska se u mě pije výhradně šampaňský. Šéf běžel jako na mydle, takže nám kamošu taky vydělat. No, to je prachy, mě budou stačit tak na čistí jednu. Buď simprlých. Já se o tebe postarám. Dostal jsem tě tam z té brindy, tak tě dostanu nahoru tady taky, ne? Hele, ví, kum čtyři v tom neumíte chodit. Ty potřebuješ prostě pořádného manažéra. Takový cumbašpil. Já. Jo, ty. Schönes Gelände, direkt am Beifall. Ich weiß nicht, wo ist das? Ich muss das nicht. Hör mal, Leute. Da habt ihr doch ein großes Jubiläum, nicht wahr? Braucht ihr nicht dazu ein schönes Plakat? Mein Freund da, der berühmte tschechische Künstler. Ah. Ja, ja, ich meine, ja. Wir haben selber auch schon an sowas gedacht, aber ich kann natürlich nichts versprechen. Das müssen wir alles im Vorstand beraten. Haben Sie schon mal sowas gemacht? Aber natürlich. Wir werden ja sehen. Dann. Rufen Sie mich gelegentlich mal an. Du weißt doch, wie ungesund es ist, so spät nachts noch zu essen. Ich frühstücke. Katerfrühstück, hä? Ich hab gearbeitet. Schnaps getestet, hä? Ich hab dich vorangerufen. Blockkarte, deinen Job für mich. Ach, mein Gott. Hoffentlich hat es diesmal keine Folgen. Ach, übrigens, ein Landsmann von dir hat gestern angerufen. Soviel ich verstanden habe, ist er in Deutschland und will dich unbedingt besuchen. Wieso? Etwas mit Pscheme oder so. Ich habe doch niemanden eingeladen. Das heißt schon eingeladen. Meine Landsleute pfeifen doch auf solche Formalitäten. Na dann Prost. Es gibt mir wieder einen Abend. Ihr redet dann die ganze Zeit wieder Tschechisch und ich verstehe wieder mal kein Wort. Ach ja, noch jemand hat angerufen von irgendeiner Fasnachtsklicke. Du sollst für die eine Laterne malen. Wäre doch toll, oder? Ja. Wer war das? Die Adresse liegt auf dem Tisch.
Feind ihm telefoniert. Es geht um die Laterne. Was wird er? Ach, die Laterne, seid ihr. Die Laterne. Ein Ausländer. Geht es eigentlich noch? Das haben wir doch noch nie. Das ist ein Fall von mir. Herr Reck. Ja, ja, ich habe mit Ihnen telefoniert. Ich bin Herr Keller. Und es ist wegen der Laterne, die Sie für uns malen sollten. Wollen wir uns schnell... Malen? Ja, bitte. Hörst du? Malen hat denn keiner von uns? Nein. Die Paule macht halt immer. So, bitte, Herr. Das ist der Herr Reck. Der macht möglicherweise nächstes Jahr unsere Laterne. Da haben Sie übrigens gerade die Laterne von der letzten Fasnacht. Ich könnte mir vorstellen, würde mich freuen, dass die vom nächsten Jahr dann von Ihnen sein wird. Ich will schon zwei Gläser sehen. Ja. Und was ist dieses Jahr dran? Ja, deshalb habe ich eigentlich an Sie gedacht, weil ich habe in der Ausstellung Ihre Plakate gesehen. Sehr viel Witz, Humor und Schwung, also sehr viel Fasnächtliches ist da drin. Dank. Und Sie sind ja Hundespezialist, nicht wahr? Und wir haben dieses Jahr die Hundetoiletten als Hüsche. Da wird eine spezielle Hundesteuer erhoben. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, um das zu finanzieren. Interessantes Thema, auch ziemlich heikel, weil viele Leute... Ja, eben. Und Sie wissen doch, ich muss meine Asylantennase aus der Politik aushalten. Ja, Politik ist vielleicht etwas hochgegriffen. Es ist natürlich an der Fasnacht sehr, sehr viel mehr erlaubt als sonst. Und wenn dann alles schief geht, haben wir immer noch den Polizeidirektor, der bei uns damit... Meinen Sie, ja? Ja, ja. Warte, ich habe ein Geschäft für dich. Ruinen, kannst du das? Machen oder malen. Du brauchst nur die Konturen zu zeichnen. Den Rest mache ich selber. Das ist für einen Landsmann von dir. Ich will ein Lokal eröffnen und die Burg soll ihn an seinen Heimatort erinnern. Mhm. Ich habe schon ein paar Skizzen gemacht, hat mir aber nicht gefallen. Ich male ihm zu wild. Aber das wäre was für dich, du kriegst das hin. Ihr habt doch Realismus in der Schule gehabt, oder? Ja, ja. Aber ohne Ruinen. Hat der Typ eine Ansichtskarte von der Burg? Eine ganze Schachtel voll und alte Stiche und so. Der Haken ist nur, die Burg hat nur 4 Stockwerke. Er will aber 8. Ja, soll er haben. Aber mit Zuschlag für Vergewaltigung der Wirklichkeit. Hasch, danke. Er ist echt überzeugt, dass das Ding 8 Stockwerke hat. Nur sind 4 davon unter der Erde. Er will aber, dass man alles schön sieht. Die Wirklichkeit ist das, was der Künstler sieht. Und nicht das, was jeder Teufel glaubt, was er sieht. Vor allem, wenn er das gar nicht sieht. Danke. Wie viel soll ich verlangen? Wie groß soll es werden? 4 mal 2. Ja. Dann 200 für jede Etage, Material extra. Und ich will das Bar haben, nicht etwa abfressen oder sowas. Das kenne ich.
Ja. Das sind ganze 8 Quadratmeter. Für so einen Preis würde es ihm heute kein Anstreicher machen. Schön, schön. Weit habe ich's gebracht. Hündchen auf Sofakissen. Burgen nach Ansichtskarten. Tja, mein Lieber, zu Hause dürftest du jetzt fürs werktätige Volk malen. Ihm zur Freude. Dem Volk schon. Aber die Werktätigen würden mit Dau scheißen. Was war denn los heute in der Nacht? Nichts Besonderes. Du hast wieder einmal im Schlaf geschrien. Wahrscheinlich hast du wieder deinen Albtraum gehabt. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder träume. Ich bin doch nicht das erste Jahr hier. Das ist mir geblieben. Auf einmal bin ich in Prag. Treffe alte Bekannte. Gehe die Straßen entlang. Und dann will ich zurück. Hierher. Und es geht nicht. Ewig dasselbe. Thank you.
Endlich. Sie sind zu mir nach Hause gekommen. Ich habe Sie zu dir gebracht. Sie kennen sich hier ja überhaupt nicht aus. Hm. Ja, wir haben uns einfach gesagt, dass wir euch überfallen. Mit Vera. Und dann, da sind wir da. Ahoi. Ahoi. Also, ich lasse euch jetzt alleine. Ihr habt euch bestimmt noch viel zu erzählen. Elisabeth, bleib doch. Nimm was. Setz euch. Wir müssen sowieso etwas noch vorbereiten zum Essen, ne? Ja, wir sind alte Freunde. Wir kennen es schon sehr lange. Erinnerst du dich? In Wien. Ja. Wir alle waren in Flüchtlingslagern, aber wir gingen dann zurück. Ach, Wien. Wien. Mariahilferstraße, Prater, spanische Reitschule. Ja. Habt ihr euch schon vorgestellt? Aber natürlich. Ich weiß nur nicht. Ah, das ergibt sich doch. Wie war die Reise? Habt ihr keine Probleme gehabt? Ich habe gehört, es sei so schwierig, dort auszureisen. Ja, es ging. Es ist sowieso für eine kurze Zeit. Mehr könnten wir uns gar nicht leisten. Ja, du weißt, wie das bei uns teuer ist. Und wir mussten die Kinder dort lassen, sonst hätten wir nicht fahren können, damit wir nicht hier bleiben. Ihr habt Kinder? Ja, zwei. Ein Mädchen und einen Jungen. Ja. Und ihr? Ja. Magst du auch? Nein. Habt ihr schon ein Programm? Wollt ihr etwas Bestimmtes sehen? Kaufhäuser. Ah. Wir brauchen grüne Elektroschalter für so ein Zimmer. Und so? Aha. Ich meinte eher das Kunstmuseum. Und so. Das auch. Aber nachher. Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, wissen Sie, ich brauche es beruflich. Ich habe immer wieder mit den deutschen Touristen zu tun. Und meine Frau, die ist schließlich Lehrerin, also gewesen. Sie haben den Beruf aufgegeben wegen den Kindern, nicht wahr? Oh, nicht ganz so. Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich habe eine Frage an dich. Übrigens, kennst du oder weißt du nicht, wo ich den Ladja Lapak finde? Lapak. Lapak ist ein Unternehmer geworden. Ach was? Aber dein Atelier ist nicht gerade groß. Allerdings gemütlich. Knoblauch. In Prag. Unbezahlbar. Nun steckt ihn gleich in die Tasche. Ja. Elisabeth. Thank you.
Am meisten regen mich diese ewige Meckerei auf. Einmal im Leben haben wir ein Schwein gehabt. Es geht uns gut, also. Dann halte ich das Maul und arbeite. Denn zu Hause kann man ja nicht mehr helfen. Hab ich recht? Du bist ja auch nicht mehr auf dem Dissidententrip, oder? Ja, weißt du, der Jüngste bin ich auch nicht mehr. Als wir zurückkamen, haben sie uns dann verheert, Schemaflok aus der Akademie. Dann hat alles Mögliche versucht. Man ließ ihm aber nicht einmal die Straße kehren. Dann hat er doch noch Glück. Ein alter Freund hat ihm einen Job als Taxifahrer besorgt. So fährt er halt Taxi. Kein leichtes Leben. Kann ich mir vorstellen. Bei dem Wetter, Tag und Nacht. Ach wo, harter Job, ja. Aber eine Goldgrube. Jede Menge Devisen. Wechselstube auf Rädern sozusagen. Fahrten ohne Taxameter, oder? Ja, das ist verschieden. Je nachdem. Zeig dir, wo ihr schlafen werdet. Einverstanden? Bei uns hier hat es mehr Platz als bei euch. Wir haben 5 Zimmer. Also, Cigliari Bluzzi, Cia Onza, Franta, Roman, nevědou, že přece vystavovali každou chvíli. Nevědou. Ty nevystavování doma. Šmitec. Jak to? Takový malíři přeci. Neměli se srát do politiky. To víš, já nic. Ja, Musikant. Der Amalius. Ich verstehe wieder nur Bahnhof. Ah, entschuldige. Wir haben über unsere Bekannte gesprochen. Das sind alle Maler, weißt du. Wir haben dort drüben große Schwierigkeiten. Du. Sascha. Hör mal. Was ty, já nevíš o nějaký ty černotě. Na tu dobu, co jsme tady. Co jsi dárečky. Prák rýn doch. Lapax Party Service, trinken drei. Lapax am Telefon. 5 Wagen. Hochzeit, ja, ich frisch. Entschuldigung, ich verstehe. Begräbnis. Ja, gut. Herzliches Beileid. Ja. Restaurant Kranz, Friedhofstraße 5, verstehe ich? Ja. Ich bin in einer Stunde mit meinen Leuten da. Ja. Auf Wiederhören. Also, du kannst wieder was verdienen. Besoffene nach einem Reichenschmaus. Prima Geschäft. Die geben gute Trinkgelder. Du kennst das auch, nicht? Mit mir rechnen heute nicht. Ich habe noch etwas vor. Aber prima. Ihr werdet sicher mitmachen. Eigentlich, warum nicht? Du bist ja auch vom Geschäft. Wenn du Geld brauchst, dann kaufst du es, oder? Jasný. Aber ich kenne die Straßen hier nicht. Das macht nichts.
War, wir fahren Kolonne, nicht? So, so, in dem Fall. Bis morgen. Ahoi. Ahoi. Da drei, wir laufen ab. Wobei Blau eine Körperlänge vor Gelb in die dritte Kurve geht. In der Zielgeraden zieht Blau mit. Rudi, das ist doch der Welti. Ja? Welti, der Vorsitzende des Hundevereins. Rudi! Rudi, ah! Rudi! Ah! No, zamávaj mu taky, vole, a jde o kšef. Freddy, da ist mein Freund mit meiner Frau, die kennst du schon. Aber das ist unser Besuch aus Prag. Mr. Kopeczny, freut mich sehr. Freddy, was ist das? Ich bin mit der Frau, aber die Frau ist sehr gut. Ja, sie ist in die Stadt gegangen, die Läden anzuschauen und so. Ja, sie kennt doch die Frauen. Scherzelofan. Schöne Hunde. Rassige. Man könnte ihnen direkt den Stammbaum ablesen. Kennen Sie sich aus in Hunden? Ich meine, sind Sie Fachmann? Nicht direkt. Ich interessiere mich für die Hunde aus einer rein ästhetischen Sicht. Guten Tag. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen. Die Idee mit dem Plakat gefällt Ihnen sehr gut. Haben Sie schon mal sowas gemacht? Ich meine, Tiere gemalt. Vor allem Hunde. Das ist schon abgemacht, nicht? Naja, so hundertprozentig abgemacht auch wieder nicht. Man, zu so einem Auftrag gehört doch beiderseitiges Vertrauen. Ich habe mal gelesen, dass jemand gesagt hat, Moment mal, das war Goya oder Gogo, also einer von beiden, dass sich der Porträtist zuerst in die Seele seines Modells einfühlen muss. Also über die Seele des Hundes könnte ich Ihnen ganze Bände erzählen. Wir hören uns das sehr gern an. Ja, ja gut, kommen Sie doch nächsten Sonntag zu uns im Club. Ne? Ja, ja, Entschuldigung, ich muss laufen. Also, Wiederschauen, bis nächsten Sonntag, ne? Ja, ja. Tschüss. Kommen Sie mal. Čekala jsem na tebe. Neruším. Samozřejmě jsem chtěl. Samozřejmě, že ne. Půjď dál. Musíš napřed poremknout. Já mám problém. Dáš si kafe? Mhm. Teda člověče, tak s tímhle by se nás měl platit, že? Tady je mám tak. Jak to, co ti to zachazuje? Ne, to ne. Ale nikdo to nechce, takže to vyjde na stejno. Že ty se vůbec nezměnil?
Možná tady trošku ve tváři. Máš už vrásky. To ale vidět jen zblízka. Jinak. Jak se máš ty? Sedni si. Ta Vídeň, to víš, ta se na mě lepila jak smůla. Ze školy mě vyhodili a nikde jinde si se mnou nechtěli pálit prsty. Nakonec mě přece jenom vzali v muzeu jako uklízečku. Týden jsem to dělala, pak mě zavolali k osobnímu. Ten mi řekl, že hledám něco jiného. V mých aktech prý stojí psáno, že mám zakázanou jakoukoliv činnost ve školství a v kultuře. Chceš cukr? No. Dost? A ty? Já zkouším pořád něco a všichni se to vykládají úplně jinak. Pro jedny jsem tady popálený dítě a pro druhý zase jenom dítě. A chtěl bys ty mít děti? Ježišmarja. Vera, ich Trottel, aber ich habe geklopft. Na, na, wird wieder desinfiziert nach so vielen Jahren? Schon gut, schon gut. Ich wollte nur meine Sachen da lassen, ja. Morgen früh komme ich dann und schlafe ein bisschen. Jetzt fahre ich noch einige Schnapsleichen nach Hause. Und... Morgen, um morgen, ja, morgen hau ich ab. Per Anhalter. Das heißt, wenn ich darf. Dumme Frage, ne? Danke. Alle meine Sachen habe ich bei mir, sagte irgendein Klassiker. Ich weiß nicht, welcher. Oh, Entschuldigung. No, was sehe ich da? Du hast dich etabliert. Hast du nichts Besseres zum Schlafen? Schauen Sie mal, dieser verseelte Kopf. Ja. Und dieser schöne Körper. Oh. Unser Verein ist kein gewinnbringendes Unternehmen, sondern wir arbeiten knapp kostendeckend. Darum sind wir angewiesen auf Spenden von unseren Freunden und Mitgliedern. Ja. Nur dank Idealismus und großer Tierliebe ist es uns überhaupt möglich, dieses wunderschöne Übungsgelände zu unterhalten. Ja. Blbnička mi jdeš. No počkej, to mi myslíš vážně, tady máš konečně šanci něco vydělat. Já ti rozumím, já ti rozumím. Jen ať se vykecá, my si za to namažeme kapsy voda, že jo? Z toho tvého jediného plakátu. No, k tomu uděláš vernisáž, namažeš hosty, budete zešet domů. A no, stejně to je jedno. Prostě tak to stříněme, no. Ale tady konec konců jde o dobrou věc, teď pes to je... Přítel člověka, že jo? No.
wie klar, wie schön heute der Himmel ist. Welche Herrlichkeit siehst du diese Nacht? Hey, Mister, stan Mister, zeleni na jasnost, nebestrašvarnost, krasu li daš v tento noćni čas. Alexander, wach auf. Wach doch auf. Was ist? Ist was los? Hast du wieder deinen Emigrantentraum? Wieso? Du warst so unruhig. Hast du nicht geträumt? Doch. Aber von hier. Also ich weiß nicht, das ist ja nicht gerade der Stil. Ich meine, der Stil, wo wir gewohnt sind. Das kannst du nicht verlangen, schon, wenn der neue Laternenmaler anheuer ist, dann musst du damit rechnen, dass er etwas anderes macht als der Pauling. So stark finde ich sie nicht trotzdem, Johnny. Also das ist höchstens etwas wie die junge Garde. Ja, aber jetzt junge Garde, stark, nicht stark. Konkrete Argumente gegen die Laterne hat noch keiner gebracht. Los, so eine Laterne nimmt uns das Komitee nicht ab. Da kommen wir nicht durch. Das Komitee hat schon seit Jahren sich nicht mehr um die Laterne gekümmert. Wegen dem holt sie uns nicht ab der Strasse. Ja, ich weiß nicht, Martin. Also, das hat schon etwas, was der Andy sagt. Also, ich habe ja auch im Recht gesagt, als wir hier die Besprechung hatten, Kirche und Sex und Religion, das ist einfach auch an der Fasnacht einigermaßen tabu. Schau mal, der Hund an, der auf das Münster schießt, das weiß ich nicht, ob das noch in der Grenze ist. Also ich pfeife nicht hinter einer verschissenen Laterne her. Also ich habe es von Anfang an gesagt, da kannst du doch nicht einem Ausländer eine Laterne geben zum Molen. Das kommt ja nicht dort raus. Nein, das ist kein Argument. Ausländer, nicht Ausländer. Komm, was willst du anders machen? Ganz abgesehen davon, was willst du machen? Wenn ich mich abschreibe, dann mache ich also nicht mehr. Da muss ich überhaupt nicht recht geben. Hinter diesem verschissenen Dreck läuft ich also auch nicht mehr. So, damit wird das Problem auch gelöst. Was habe ich gesagt? Ausländer.